Es werden sich nicht alle Länder entscheiden, in die höheren Dimensionen zu gehen, also, oder aufzusteigen. Und es geht auch jetzt wirklich wie eine Lawine. Hey, hallo zusammen. Herzlich willkommen bei einem neuen Interview. Mein Name ist Felix van Frieden. Mein Gast heute, Pavlina Klemm. Pavlina Klemm ist Heilerin, Autorin, Medium, seit 25 Jahren im Bereich Spiritualität unterwegs, auch beruflich unterwegs, seit 2015 angefangen, Bücher zu schreiben, Lichtbotschaften von den Plejaden. Insgesamt sind es gerade 9 Bände. Sind jetzt der 8. Band ist ein Spiegel-Bestseller. Die 9 Bände sind natürlich im deutschsprachigen Raum sehr gut angekommen. Jetzt sind die ersten Veröffentlichungen in England, in Amerika, in Polen, in Tschechien, in der Slowakei. Pavlina hat auch gerade eine neue Ausgabe aus Amerika oder England, glaube ich, da. Ne? Sehr, sehr Habe ich schön. dabei. Ja. Und genau, dann Pavlina macht regelmäßig Seminare für Menschen, die sich spirituell entwickeln wollen und ihr Sein heilen wollen. Und seit 2019 bietet sie auch Ausbildung für zukünftige Heiler an. Wir haben hier noch einen besonderen Tipp. Es gibt einen Gratis-Workshop für euch zum Thema Selbstliebe. Erfahre, wie du in deine Selbstliebe kommst. Worum geht es in dem Webinar? Es geht darum, wie du dich liebst und Wunder erlebst. Erfahre mit der Unterstützung der Plejada, wie du in deine Selbstliebe kommst. Die liebevolle Art von Pavlina Klemm und das kosmische Wissen der Plejada hüllen dich in eine ganz besondere Energie ein. So wird es dir leicht fallen, dich mit der göttlichen Quelle zu verbinden und dein Herz zu öffnen. In den geschändelten Meditationen wirst du unter anderem deinen lichtvollen und geistigen Begleitern begegnen und Dankbarkeit und Friede erleben. Wenn dich das interessiert, kannst du hier unter dem Video klicken. Da findest du dann den Link zu diesem Gratis-Webinar. Und jetzt freue ich mich, dich begrüßen zu dürfen. Pavlina, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, Felix. Danke für die Einladung. Du hast mich wunderbar jetzt vorgestellt. Danke dir. Dieses Buch habe ich gerade erwähnt. Magst du es noch einmal reinhalten? Ich finde es so schön, dass das jetzt, Ja, also genau, das also ist für jetzt die praktisch auf Englischsprachigen unter Englisch. euch, natürlich Genau. gibt es leider auch Deutsch die Bücher, aber jetzt auch im englischsprachigen Raum, falls ihr Bekannte, Verwandte in England oder wo auch immer habt, dann ist Genau. es doch gut, damit die Botschaft um die Welt geht. Und Und da sind wir auch auch. gleich beim Thema. Die Botschaft der Plejaden. Also es ist ein ganz spezielles Thema. Ich habe damals vor. Ich glaube, vor ungefähr 12 Jahren bin ich darauf gestoßen, 2011 rum, dass es sowas überhaupt gibt, so andere Planeten, so wie Plejaden und die dann auch Botschaften hierüber senden zur Erde. Wie hast du diesen Kontakt das erste Mal aufgenommen oder wie wurde mit dir Kontakt aufgenommen, vielleicht besser gefragt? Und wie können wir uns das vorstellen? Also außerirdisch im Allgemeinen, aber auch konkret. Plejade, ist das Planet? Sind das Leute wie wir, haben die Körper und so ganz grob erstmal zur Einführung. Ja, also ich sage immer, was die Plejade uns immer sagen, für die anderen sind wir die Außerirdischen. Das ist vielleicht auch so ein guter Einstieg, denn viele Menschen haben von diesem Wort ein bisschen Respekt oder von dem Thema auch. Und es ist immer so lustig, wenn die Plejade sagen, ja, für uns und für die anderen Außerirdischen seid ihr die Außerirdischen. Wir sehen euch genauso, wie ihr uns seht. Also das ist dann immer so ganz lustig. Ja, die Plejade, die begleiten mich jetzt seit vielen, vielen Jahren. Ich komme auch bestimmt aus den Plejaden, nicht bestimmt, aber ich komme oder Teil meiner Seele war schon da. Ich pflege immer Kontakte, lichtvolle Kontakte zu meiner Familie, zu meiner plejadischen Familie. Und letztendlich, man könnte sagen, die menschliche Seele ist so großartig und auch so multidimensional, dass fast alle Menschen irgendwelche außerirdische Anteile der Seele, also seelische Anteile in sich tragen. Man könnte sagen, dass die menschliche Seele bis zu 21 Anteile außerirdische Anteile in sich trägt. Also wir waren auf vielen, vielen Planeten bestimmt. Und jetzt in dieser Zeit sind wir zur Erde gekommen, unsere Mission hier durchzuführen. Und wir begegnen uns, das Gesetz der Resonanz führt uns zusammen. Und das ist ja, das ist wirklich großartig. Und dass wir nicht alleine sind, ja, das haben wir vielleicht in der Schule also bei Begriff bekommen, dass wir halt einzige Zivilisation hier im Universum sind. Aber man kann sich das so vorstellen, dass
Zum Beispiel nur in unserer Galaxis sind ungefähr so viele bewohnte Planeten so viel wie Menschen hier auf der Erde sind. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und Ist gut. dass wir immer wieder Besuche bekommen, bis jetzt sind halt, machen sie das noch nicht so ja, öffentlich, aber es werden schon sehr bald uns ja, ganz offiziell besuchen. Wir können dann immer wieder schon Sichtungen sehen und das freut mich sehr, dass das Kosmische Rad das also erlaubt hat, ja, dass sie sich schon zeigen können langsam. Das ist ja ganz schön. Und ja, zu deiner Frage noch, die Plejada, die sind genauso wie wir. Plejada haben so einen menschlichen Körper, sie sind mit uns, sie sind uns sehr ähnlich, sie sind mit uns verwandt. Die sind bloß bisschen größer als wir und sie leben länger. Die haben, ja, die leben ja ein bisschen anders als wir, aber sie haben ähnliche Entwicklung hinter sich wie wir Menschen. Das ist auch vielleicht gut zu wissen, denn sie sind nicht schon seit immer in diesem erleuchteten Zustand, sondern sie haben so ähnliche Entwicklung wie wir Menschen. Die wurden auch manipuliert und die haben sich auch dann durch die gemeinsame Kraft befreit, durch die kollektive Kraft. Das ist eben das, was wir eben, woran wir erstmal arbeiten müssen, dass wir wirklich als Kollektiv arbeiten und uns dann wirklich, ja, wirklich in unsere Kraft gehen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Und diese Plejada, über die ich gerade spreche, die leben in der siebten Bewusstseinsdimension. Und dann kommuniziere ich auch noch mit den Lichtvollen oder Lichtwesen, plejadischen Lichtwesen, die leben in der neunten Bewusstseinsdimension und die haben keinen physischen Körper mehr. Also sie haben nur lichtvollen Körper, also die haben kristallinen Körper und für sie ist es überhaupt ja kein Problem, in die verschiedenen Zeiten oder Räume einzusteigen. Sie können ja sofort bei uns sein. Also für sie ist es ja kein Problem. Und da sind auch diejenigen, die mit uns auch zum Beispiel jeden Montag die Heilungen machen. Die machen diese Übertragungen. Da haben auch bestimmt viele Menschen darüber schon gehört. Von 21 Uhr für 20 Minuten gibt es diese heilende Energie der Plejada. Und dann kann man sich einfach hinsetzen, hinlegen, meditieren dabei und einfach die schönen Frequenzen zu sich strömen lassen. Schön. Das hört sich sehr, sehr gut an. Das ist so ein Wie so bisschen. Märchen, gell? Entschuldigung, Fast wie ein Märchen. wollte ich gerade sagen. Also, wenn man jetzt so schaut, man hat damals, oder ich habe damals so Science-Fiction-Filme geguckt und man hat sich so, also so wie man das bei mir als Kind so Sachen erträumt, wo man sagt, okay, Außerirdische, das war eigentlich klar. Also, ich habe irgendwie gedacht, es muss einfach sowas geben, was einfach zu groß ist und wir sind einfach nicht Ja. so hergewürfelt, so besonders kann das nicht sein hier. Schon besonders, aber nicht so, dass es das nicht normal gibt. Weil wenn man diese Sachen jetzt so hört und was ja in letzter Zeit auch so ist, dass dieses Feld immer stärker wird. Das heißt, das Vertrauen in diese Welt, die noch über uns existiert, wird immer größer. Und dann Ja. unsere Vorstellungskraft wird auch immer größer. Also wenn du das jetzt so erzählst, dann gehen sofort so Bilder auf und ich kann es mir vorstellen und es wird so bildlich, so anfassbar. Das ist etwas ganz Besonderes. Du hast es auch vorhin gesagt, als wir gesprochen haben, dass jetzt, das schon ganz anders ist als noch vor 10 Jahren, als du angefangen hast, die Bücher zu schreiben, über die Plejada zu reden. In so kurzer Zeit hat sich schon so vieles verändert. Was meinst du, was ist in dieser kurzen Zeit passiert? Wie konnte das sein, dass sich so viel verändert? Und wie nimmst du diese aktuelle Zeit jetzt gerade wahr in Bezug auf, wie ist unser Bewusstsein hinsichtlich dem, du hast gerade auch erwähnt, wir können uns hinsetzen und die Sachen empfangen. Das heißt, die Menschen müssen sich ja dann dafür auch öffnen. Und wie ist wo stehen wir gerade bei dieser Öffnung erstmal gegenüber den lichtvollen Kräften, die jetzt hier auch mit uns, für uns arbeiten? Also wenn ich da jetzt alles aufzählen würde, was alles in den letzten 3, 4 Jahren passierte, würden wir hier noch wirklich lange sitzen. Aber diese Zeit, diese ganze Corona-Zeit, die hat uns auch was ganz Gutes gebracht.
Denn die Menschen sind wirklich aufgewacht. Aber das ging natürlich schon vorher, eigentlich diese ganze planetarische Prozesse. Es war eigentlich schon klar, dass die Erde aufsteigen möchte. Und die Seele musste, die Erde musste sich natürlich erstmal befreien. Also es war so, man kann sich das so vorstellen, dass noch vor ein paar Jahren hat diese dunkle Schicht, die negative ja, Wesenheiten erschaffen haben, die war immer noch da. Und die Erde war wie so in eine Quarantäne, also die Menschen mit ihr, also wir waren wirklich, wirklich versteckt von den kosmischen Frequenzen, von der kosmischen Schwingung. Aber dadurch, dass ich eben, dass es schon eigentlich in dem göttlichen Plan war, dass die Erde aufsteigen wird, haben wir von der, ja, sage ich mal, von der göttlichen Quelle und vom Kosmos immer mehr und mehr kosmische Frequenzen bekommen. Und viele, viele Außerirdischen, die eben so lichtvoll sind, positiv und friedvoll sind, die haben eben geholfen bei der energetischen Reinigung der Erde. Und diese dunkle Schicht wurde entfernt. Und es waren aber unzählige Prozesse und unzählige, ja, Reinigungen, energetische Reinigungen, die für uns gemacht worden sind. Denn Sie haben auch immer wieder erwähnt, die Plejada, dass die Manipulation auf der Erde schon so stark war, so groß war, so tief war, dass wir Menschen das aus der eigenen Kraft nicht schaffen würden. Und uns wurde wirklich geholfen von vielen außerirdischen Zivilisationen. Nicht nur die Plejada waren dabei, aber auch viele anderen. Und ungefähr 2017 haben wir Menschen oder haben wir angefangen, oder zur Erde hat angefangen, die Christusenergie zu strömen. Also das waren praktisch die ersten Strahlen der Befreiung, würde ich sagen. Die Christusenergie, das hat nichts mit der Kirche zu tun, also die reinste Christusenergie, das Christusbewusstsein. Ist eigentlich spielt keine Rolle, wie wir es nennen. Auf jeden Fall, diese Strahlen haben viele Menschen erreicht, also die Herzen der Menschen, die sich schon vorher oder früher schon spirituell entwickelt haben, oder die Menschen, die eben zur Erde mit dieser Mission, das Licht hier auf der Erde auszudehnen, gekommen sind. Diese Strahlen haben die Menschen erreicht. Und die Plejada sagen immer so schön: Eure Herzen sind die Schlüssel. Ich habe das am Anfang nicht so gut verstanden, was Sie damit meinen. Ich habe schon gedacht, ja, das ist vielleicht irgendwie so im übertragenen Sinne. Die haben immer gesagt, ja, eure Herzen sind die Schlüssel. Ihr seid die Schlüssel für die Befreiung. Ihr seid die Schlüssel, ja, für die Weisheit und für das Bewusstsein. Und immer so haben sie erzählt. Und dann habe ich das verstanden. Als die Menschen, die ersten Menschen das Christuslicht empfangen haben, haben das im Herzen gespeichert. Und diese Menschen haben sich dann auf der Erde untereinander verbunden, lichtvoll. Und das waren die ersten Menschen, die die erste lichtvolle Kette oder lichtvolle Reaktion erschaffen haben. Das waren die ersten Schlüssel, würde ich sagen, für diese neue Zeit oder für diesen Aufstieg. Ja, und dann haben wir immer mehr und mehr von der Christusenergie auf der Erde gehabt, oder sie kommt immer wieder. Und dadurch, dass wir noch mehr von diesem Licht haben, haben sich unzählige Portale auf der Erde eröffnet. Also wir hören das oder lesen das überall, wenn man auf Telegram-Kanal ist oder egal, wo man ist. Heute ist wieder ein Portaltag, also immer, also es öffnet sich immer mehr. Und die Erde hat auf diese Weise Lichtportale zu der kosmischen Welt eröffnet. Und gleichzeitig durch diese Lichtportale konnte das Licht auch ja, zum Erdinneren kommen. Also die Erde hat sich auch von innen gereinigt. Also da waren auch natürlich außerirdische Zivilisationen, die nicht gut waren. Und die haben letztes Jahr, die letzten auch die Erde verlassen. Und jetzt in dieser Zeit, als Beispiel, ich habe das jetzt auch veröffentlicht, vor 2 Wochen die Botschaft.
Nicht nur der Lichtmatrix der Erde wird gerade gereinigt oder zum ursprünglichen Zustand gebracht, sondern auch die Lichtmatrix unserer Nachbarplaneten. Das heißt jetzt für uns, dass wir jetzt fähig sind oder wir werden jetzt endlich mal fähig, die kosmische Kraft oder auch die planetarische Schwingung auf 100% anzunehmen. Wir haben bis jetzt vielleicht auf 60, 70, 80% funktioniert oder die Kraft angenommen. Aber jetzt können wir oder schon sehr bald werden wir auf 100% gehen können. Und das macht natürlich was mit uns. Unser Bewusstsein kann sich ausdehnen und auch gleichzeitig mit unserem höheren Bewusstsein verbinden, mit der höheren Intelligenz. Ja, und wenn wir mehr und mehr Licht bekommen, dann dehnen wir uns aus, das Licht der Seele kann sich auch ausdehnen. Also das sind halt so viele Prozesse. Und wir haben jetzt wirklich sofortigen Zugang zu dem Licht. Wir haben sofortigen Zugang zu dem Licht der göttlichen Quelle. Es gibt keine Grenzen mehr. Und wenn man sich da wirklich damit beschäftigt, beschäftigen möchte, dann haben wir eigentlich den Zugang zu der göttlichen Quelle in unserem Herzen, in dem heiligen Raum des Herzens. Also wie innen, so auch außen. Also jetzt funktionieren die hermetischen Gesetze wieder wunderbar und wir haben sofortigen Zugang. Also wir können sofort empfangen. Wir können auch, wie du gesagt hast, unser Geist kann sich jetzt so wunderbar entwickeln, weil unser Geist war eigentlich mehr manipuliert als unsere Seele. Also unsere Seele kann sich besser befreien. Die ist ja lichtvoll und sie kann sich dann mit anderen lichtvollen Seelen verbinden. Aber unser Geist wurde wirklich so stark manipuliert durch unzählige Zeitlinien, ja, die eben manipuliert worden sind oder unser Geist wurde durch unterschiedlichste manipulative Programme wurde ja gebunden oder manipuliert und der Geist befreit sich jetzt von der Vergangenheit, also der löst sich jetzt wirklich ab von den Feldern der dunklen Vergangenheit oder von diesen niedrig schwingenden Feldern und der Geist hat jetzt die Möglichkeit, sich jetzt im Hier und Jetzt mit den höheren Bewusstseinsdimensionen zu verbinden. Also unser Geist besucht schon jetzt die höheren Bewusstseinsdimensionen und verbindet sich mit den Lichtwesen, die auf uns warten. Und deswegen bekommen wir eben mehr Kreativität, viele Ideen. Wir sind jetzt plötzlich, wir werden zu multidimensionalen Wesen. Das hast du sehr, sehr schön alles gesagt. Und wenn ich das höre, dann ist man gleich ganz woanders. Also dann geht das Herz auf und es ist sehr, sehr viel da. Gleichzeitig höre ich schon einige andere Gedanken, die sagen: Oh, wir sehen aber bei mir sieht es ganz anders aus. Und ich habe letztens noch ein Gespräch gehabt mit jemandem, der meinte: Ja, wenn das so wäre, dann müssten wir doch viel mehr Konkretes sehen. Ich denke mir einerseits, wir sehen ja viel Konkretes, wenn wir uns dem öffnen, weil es passiert einfach sehr, sehr viel. Das ist ja auch nicht direkt sichtbar, aber es ist spürbar, erlebbar und irgendwo auch sichtbar in dem, wenn man sieht, wie viele Menschen sich verbinden, wie viele diesen Weg annehmen, wie viele offen sind für diese Themen, die vor einiger Zeit noch gar nicht offen waren für diese Themen. Aber gleichzeitig ist es doch irgendwie wenig konkret. Und dann gibt es aber auch noch die andere Seite, dass wir auch sehen, die dunkle Seite, die manipulative Seite, die greift doch schon noch weiter um sich. Und es passieren täglich, also wenn man jetzt die Nachrichten schaut, denkt man sich, die Welt geht morgen unter. Und es passieren täglich solche Sachen. Und du hast gerade gesagt, das war dieser eine interessante Punkt, die dunklen außerirdischen Wesen sind im Grunde gar nicht mehr hier. Also die sind nicht in der inneren Erde, die sind nicht da. Wie können wir uns konkret vorstellen, wie ist so die Hierarchie gewesen von diesen dunklen Außerirdischen zu denen, die jetzt hier gerade das Sagen haben oder die jetzt uns immer noch so ein bisschen manipulieren oder vielleicht ein bisschen so versuchen, nochmal richtig den letzten Schlag, das hast du ja auch gesagt in deiner Botschaft, den letzten Schlag nochmal zu bringen. Das heißt, wie können wir uns das vorstellen, wenn die nicht mehr da sind? Was passiert hier gerade aktuell? Sind die außer Kontrolle, die Menschen, oder handeln die einfach, also diese Menschen, die manipuliert wurden, stark manipuliert wurden, handeln die einfach auf eigene Faust weiter, machen die einfach die Programme selber ohne Anleitung?
Oder wo sind wir da gerade? Ja, also ich kann das jetzt aus meiner Sicht sehen oder was ich halt so von oben bekomme. Es werden sich nicht alle Länder entscheiden, in die höheren Dimensionen zu gehen, also, oder aufzusteigen. Also es wird höchstwahrscheinlich halt diese Trennung der Welten sozusagen gehen. Geben. Also wir können uns das, ich selbst kann ich mir das auch noch nicht so ganz konkret vorstellen, muss ich sagen. Aber es wird mir immer wieder gesagt, dass die Welt sich jetzt gerade trennt. Die Dimensionen trennen sich. Das ist jetzt wirklich schon in vollem Gange. Denn die Erde hat sich nämlich gerade in diesen Tagen, in diesen Wochen, die tut sich gerade mit ihrer lichtvollen Matrix verbinden. Also es geschieht gerade Zeitraumverschiebung. Also die Erde verschiebt richtig zu ihrem ursprünglichen Zustand. Und das war genauso, als ich diese Botschaft veröffentlicht habe, haben wir die Nachrichten bekommen, was gerade auf der Erde wieder geschieht, gell? Und mein erster Gedanke war, ja, wahrscheinlich werden tatsächlich nicht alle Länder entscheiden, in die höheren Dimensionen zu gehen. Aber es ist halt so, dass, wie du auch angesprochen hast, die Erde ist aus der planetarischen Sicht vom letzten Jahr von den außerirdischen negativen Kräften befreit. Also das ist schon definitiv. Also die Erde ist sozusagen nicht mehr im Besitz von den verschiedenen Hierarchien, von den verschiedenen dunklen Außerirdischen. Und jetzt liegt sozusagen die Zukunft der Menschheit in der menschlichen Hand. Und viele Menschen gehen aber immer noch mit den negativen Energien, die hier auf der Erde immer noch sind. Sie gehen in die Resonanz und die handeln. Ebenso negativ oder wirklich schrecklich, was wir gerade erleben. Oder sie tragen eben noch Teil sozusagen, ja, so der negative außerirdische Seele in sich und sie gehen weiterhin in die Resonanz und sie handeln noch nach dem, ja, sage ich mal, ursprünglichen Plan. Aber ich würde sagen, noch wenn ich zurückgehe zu deiner ersten Frage, dass es noch nicht sichtbar ist oder wann man das eigentlich erkennt, dass man in der anderen Dimension ist. Ich würde sagen, wenn wir in uns Frieden gefunden haben, dann haben wir oder wir haben auch Frieden um uns herum erschaffen. Das heißt, dass wir im Alltagsleben auch glücklich sind. Und dass wir zum Beispiel um uns herum Menschen haben, die auch so ungefähr so schwingen wie wir. Und so nach und nach werden sich diese Realitäten, oder das ist nur meine Meinung, so verbinden und dann wird es immer größer und größer. Also wir haben das auch schon so oft mal gehört, Frieden beginnt in uns. Und das ist wieder genau leider wahr, dass wir wirklich jede von uns an sich arbeiten muss, um diesen Frieden und ja, das Vertrauen und alles Schöne, was wir in uns tragen, dass wir das weitergeben. Also jeder ist wirklich verantwortlich für alle, weil denn alles wird über das Kollektive übertragen. Und es ist halt so, dass jeder die Zukunft der Menschheit verändern kann. Jeder ist verantwortlich. Und je schneller wir das begreifen oder je schneller wir das verwirklichen, desto schneller wird auch dieser Prozess bei uns gehen. Obwohl ich ebenso glaube oder bin überzeugt, dass die Seele, die Erde sich schon verbunden hat und die ist schon praktisch, die ist schon aufgestiegen. Jetzt hast du gerade einen sehr, sehr interessanten Satz gesagt, nicht alle Länder werden aufsteigen. Und das ist, häufig ist es so, ist schwer zu verstehen, wo wir gerade stehen, wenn wir das sehen. Aber andererseits ist es auch so, ich denke immer an den Zweiten Weltkrieg in dieser Hinsicht und die Schweiz.
Jedes Land drumherum war jahrelang im Krieg und die Schweiz war unbeteiligt, also jetzt waffenmäßig gesehen. Wenn du in der Schweiz gelebt hast im Zweiten Weltkrieg, hast du keine Bomben auf deinen Häusern gesehen, die Nachbarn waren nicht zerbombt, es war alles in Ordnung. Und das ist einfach so ein Beispiel, wo wir sehen, alles drumherum kann völlig anders sein, aber da, wo du lebst, kann eine ganz andere Realität herrschen. Es muss nicht überall gleich sein. Und wenn wir jetzt natürlich diese Botschaft hören, und jetzt auch der Welt, ich meine, es gibt ja alles, es gibt Länder, die leben im Reichtum, leben im Frieden, andere sind im Krieg. Das ist ja alles total unterschiedlich. Was jetzt wahrscheinlich viele interessieren würde, wie schätzt du da die Lage von Deutschland ein? Wie sieht es hier aus in diesem deutschsprachigen Raum vielleicht auch? Und was können wir tun, damit die Wahrscheinlichkeit besser wird, dass wir auch aufsteigen oder dass so viele wie möglich aufsteigen? Ja, also diese Frage bekomme ich öfters, denn die Deutschen sind natürlich sehr wichtig für diesen Aufstieg. Die deutsche Sprache ist auch kodiert durch Christusliebe, Christusenergie. Also deutsche Sprache trägt wirklich viele Schlüssel in sich für die Befreiung. Und deutsche Sprache und die Menschen, die in Deutschland leben oder nicht nur Deutschland, aber auch die Schweizer, Österreicher oder in diesem Gebiet, die tragen sehr großes Wissen in sich, die sind an das kosmische Wissen angebunden. Und ich sehe, wie sie leider immer noch sehr manipulativ, also ja, manipuliert werden, gell? Um nicht in ihre Kraft oder dass die Deutschen nicht richtig in die Kraft kommen. Aber Gott sei Dank werden jetzt immer mehr und mehr Menschen in Deutschland, die wirklich aufwachen, die wirklich schon ja, die eigene oder die innere Intuition entwickelt haben. Und das geht auch jetzt wirklich wie eine Lawine. Also ich sehe vor ein paar Jahren, wo ich gesagt habe, das war sehr schwer, aber ich sehe jetzt, wie viele Menschen richtig täglich ja, erwachen und wie viele Menschen jetzt verstehen. Ich glaube, dass eben diese Zeit, diese schlimme Zeit, die wir jetzt gerade erlebt haben, die 2, 3 Jahre, die hat eben so den Menschen viel, viel geholfen, zu sich zu kommen und ja, die Komplexität des Geschehens irgendwie zu begreifen. Also ich sehe leider weiterhin, dass da natürlich von Medien her viel zu viel noch ja, verdeckt wird. Also wenn ich zum Beispiel, ich komme selbst aus der Tschechei, also in den Nachrichten kann man wirklich mehr sehen, mehr erfahren, was eigentlich auf der Erde geschieht. Zum Beispiel, dass auch die Existenz der Außerirdischen wirklich bestätigt wurde in Amerika, gell? Das haben die in der Tschechei in den Nachrichten auch gebracht, aber hier haben wir da leider nichts gehört. Also ich sehe, dass eben die Medien noch ziemlich große Kraft haben. Aber ich kann das leider nicht abschätzen. Das ist immer so, diese Zeiteingaben kann ich wirklich nicht sagen, weil das ist wirklich abhängig davon, wie die Menschen sich entwickeln, wie die Menschen aufwachen. Aber was ich weiß oder wo ich auch so überzeugt bin, dass diese geplante Datum 2030, 32 sollte eigentlich schon der Datum sein, wo schon viele, viele Prozesse, die wir schon hinter uns haben und wo wir wirklich dann neu starten, wo auch neue Technologien, schon zu uns kommen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es noch ein paar Jahre dauert. Das ist interessant, dieses Datum hört man auch immer häufiger, 2030, hast du gerade selber gesagt. Jetzt gibt es natürlich einerseits die Möglichkeit, das höre ich auch manchmal, dass Leute sagen, ah, es ist ja schon erledigt, die lichtvollen Wesen haben schon so vieles gemacht und 2030 wird eh alles gut, dann genieße ich jetzt mal das Schauspiel und mache meinen Alltag weiter. Auf der anderen Seite hast du aber gerade selber gesagt, dass es jetzt auf den Menschen ankommt, dass jetzt der Mensch sozusagen hier die Macht hat, die Kontrolle hat und jetzt halt geguckt wird, okay, was machen die Menschen? Es gibt jetzt
keine dunklen dahinter, keine Mächte, die das kontrollieren. Und das heißt natürlich, wenn man das jetzt mal wirklich so wortwörtlich nimmt, dass die Macht der Menschen noch um ein Vielfaches gesteigert wurde. Dass wir noch mehr das durchbringen können, was wir wirklich für eine Power haben. Und wenn wir dann an die göttliche Anbindung gehen, dann ist es ja unglaublich, was alles geschehen kann. Das heißt, was würdest du sagen, ganz konkret, wie können wir jetzt die nächsten Jahre angehen oder vielleicht auch ganz konkret jetzt, wenn wir sagen, boah, das sind ja jetzt 2023, bald 2024, es sind ja nur noch 6 Jahre oder 7 oder 8, was auch immer das für eine Zahl ist, aber wie können wir die Jahre jetzt sehen als, boah, ich lehne mich zurück und genieße das Schauspiel oder was können wir aktiv machen, um die Sache voranzutreiben, wenn wir sagen, wir wollen jetzt diese Sache, du hast es gerade angesprochen mit der Kodex-Sprache, mit Deutsch, diese Sprache, wir wollen das, was uns gegeben wurde, das wird ja häufig auch gesagt von Rudolf Steiner, wird es gesagt und von vielen anderen, dass hier jetzt eine besondere Aufgabe ist. Wie können wir diese Aufgabe annehmen? Also, ich habe das schon kurz angesprochen. Jeder müsste bei sich anfangen. Aber es ist wirklich, die Plejade haben als Beispiel einen schönen Satz gesagt in der letzten Botschaft. Die haben gesagt, das Licht ist für diese Zeit euer bester Helfer. Also, wir kommen vom Licht. Wir sind lichtvolle Wesen. Wir haben halt jetzt diesen menschlichen Körper angenommen. Aber das Licht auf der Erde hier auszudehnen, ist tatsächlich unsere größte Aufgabe und unsere größte Mission. Wenn wir, es reicht, wenn wir vielleicht täglich 5 Minuten meditieren, wenn wir zu uns kommen. Ich weiß, dass das nicht viele Menschen machen können, aber die Bewussten, die auch vielleicht hier zuhören, das sind ebenso die Menschen, die diese Veränderung sozusagen bringen, gell? Wenn man sich zumindest 5 Minuten mit der Lichtwelt, mit der kosmischen Welt verbindet, wenn man sich mit dem eigenen Herzen verbindet, dann entwickelt man natürlich unglaublich großes Licht und man verbindet sich untereinander, denn in diesem Augenblick hier und jetzt sind wir unglaublich kraftvoll. Wenn wir als Beispiel im Hier und Jetzt sind, wenn wir mit der kosmischen Welt verbunden sind, wenn wir unsere Engel spüren, wenn wir mit allen Lichtwesen verbunden sind, die wir um uns herum haben, wird sozusagen das Licht oder diese lichtvolle Informationen, werden sie in die gesamte Bewusstseinsdatenbank des Universums programmiert. Also wir geben praktisch das Licht weiter, wir geben das Licht zum kollektiven Feld der Menschheit. Also jeder macht wirklich diese Arbeit für sich, aber gleichzeitig für viele anderen. Und wenn wir wirklich nur 5 Minuten täglich investieren, sind wir fähig, uns, was ich auch schon angesprochen habe, uns mit dem höheren Bewusstsein zu verbinden. Das geschieht automatisch. Und wenn wir mit dieser höheren Intelligenz verbunden sind, dann sehen wir automatisch das Geschehen auf der Erde aus der höheren Perspektive. Also wir sehen das automatisch aus der höheren Perspektive. Und wir nehmen auch viele Sachen auch mehr leicht und auch zum Beispiel, was Familienleben betrifft oder Alltagssituationen. Wir können das wirklich besser annehmen und wir sehen das tatsächlich aus der höheren Sicht. Und das ist eigentlich der Schlüssel dazu, dass wir uns mit dem höheren Bewusstsein verbinden und dann haben wir auch Zugang zu vielen anderen lichtvollen Ebenen, zu der kosmischen Datenbank und zu allem, was wir eigentlich hier zur Erde bringen sollen. Also 5 Minuten Meditationen würden schon reichen, um das ganze Leben hier auf der Erde zu verbinden. Also wenn gleichzeitig, das ist aber nur reine Utopie, das geht nicht. Aber wenn alle Menschen hier auf der ganzen Erde sich für 5 Minuten verbinden würden, hätten wir sofort Frieden auf der Erde, denn alle würden sich halt liebevoll verbinden und auch mit dem Universum, mit der kosmischen Welt. Und das wäre so eine
Explosion, lichtvolle Explosion geben und dann wäre alles Negative weg. Ja. Ja. Aber es ist auch so, wenn ich noch zurückgehe zu unserer Welt, man kann nicht sagen, dass eigentlich nichts zu sehen ist, denn jedes Land hat ein Thema und wenn man sich wirklich auf der ganzen Welt umschaut, dann sieht man, dass überall schon Veränderungen eintreten, gell? Also wir sehen, wie viele Politiker schon gewechselt haben, welche neue Reformen jetzt gerade entstehen, welche neue Organisationen. Also es geschieht jetzt wirklich unglaublich viel und jedes Land probiert, glaube ich, das Beste draus zu tun. Manche Länder gehen leider noch das Karmische, was sie höchstwahrscheinlich erleben müssen, leider Gottes. Aber es geschieht total viel auf der Erde, wenn man sich umschaut, dann, wenn man sich auf der Positive konzentriert, dann geschieht wirklich sehr, sehr viel. Das ist sehr gut. Also vielen Dank nochmal für den Hinweis. Ich finde, solche Sachen kann man nicht oft genug hören, die 5 Minuten nehmen. Man hört das einmal, dann macht man das vielleicht mal eine Woche und dann hört man wieder auf. Also deswegen ist das sind so Sachen, konstant wieder daran erinnert werden, immer wieder machen. Und du machst ja auch dann einmal in der Woche sogar die gemeinsame Meditation, die war, glaube ich, wiederholst du noch einmal ganz kurz, wann das genau ist? Das ist montags von 21 Uhr bis 21.20 Uhr. Und das Wunderbare dabei ist, dass eben, wenn sich die Menschen verbinden, die Energie der Plejade ist so hochschwingend, dass man sich nämlich automatisch mit dem höheren Bewusstsein verbindet. Vielleicht nicht gleich beim ersten Mal, aber ja, wenn man es ab und zu macht oder öfters macht, dann geschieht das dann automatisch und dann, ich sehe diese Veränderungen bei den Menschen oder bei den Lesern, die sind einfach irgendwie mehr in der Mitte und sie haben mehr Kraft auch und sie können auch den Familienmitgliedern helfen. Also das ist wirklich, muss ich sagen, schon sehr harte Arbeit, was wir auf uns genommen haben, gell? Also das muss man schon sehen. Die Plejada und viele Lichtwesen sagen, wir sind so stolz auf euch, wir danken euch, dass ihr in diese Zeit und in diesem Raum zur Erde gekommen seid. Also die schätzen uns so, dass wir so tapfer waren und zur Erde gekommen sind, ja. Aber was auch ganz gut ist als Tipp, die Dankbarkeit im Herzen, wenn wir Dankbarkeit im Herzen tragen, dann sind wir mit allen Lichtwesen, mit unseren Engeln verbunden. Dann sind wir wirklich, Dankbarkeit ist wie eine Brücke. Und es gibt so viele Tipps, wie man die Dankbarkeit einfach fühlen kann oder was man machen könnte. Wenn man zum Beispiel jeden Tag 7 Sachen aufschreibt, vor dem, das ist diese klassische Übung, 7 Sachen vor dem Schlafen aufzuschreiben, wofür wir dankbar sind. Dann programmieren wir automatisch um und unser Gehirn will mit der Zeit sich nur auf das Positive besinnen und will nur das Positive hören und wahrzunehmen. Der will nicht mehr das Negative. Also für Menschen, die vielleicht nicht meditieren können oder nicht die Ruhe in sich finden, dann sollen sie vielleicht sowas machen, sich 7 Sachen täglich aufzuschreiben. Und das müssen wirklich oder können ganz einfache Sachen sein. Also muss nicht was Großartiges sein. Ja, das ist gut. Das ist so kleine Schritte. Man denkt vielleicht, oh, Ja. das ist so ein kleiner Schritt und bringt ja gar nichts. Aber wenn man das mal eine Zeit lang macht, das finde ich, ist das Schöne, dann kommt ja das Nächste. Es ist ja eher Ja. so eine kleine Rampe, man steigt ein und dann plötzlich kommt das Nächste, man öffnet sich dann wieder für ganz andere Sachen und die dann kommen dürfen. Ganz kurz noch zu der Übung am Montag um 21 Uhr. Du machst das immer Montag 21 Uhr, das heißt, du verbindest dich und man kann denken, okay, Pavlina macht schon mal mit, ich setze mich irgendwo gemütlich hin, zünd eine Kerze an und denk einfach an die Plejada, denk an das Energiefeld und kling mich da ein. So ist der Vorgang. Oder gibt es da irgendwie noch einen Link, wo wir sagen, nee, man muss sich irgendwo anmelden, denn das ist das oder funktioniert Nee, das? man muss sich, das macht jeder für sich.
Und man könnte, wenn man möchte, die plejadische Zahlenreihe nutzen. Die ist ja 3, 7, 1, 7. Wenn man diese Zahlenreihe visualisiert oder ausspricht, dann werden wirklich ja, Zeiten und Räume und Dimensionen geöffnet zu den Plejadern. Man kann sich dann besser verbinden. Aber auch wenn man das nicht macht, ist es auch in Ordnung. Also einfach sie hinsetzen und einfach die Erlaubnis geben, dass mit demjenigen gearbeitet werden kann. Das reicht schon. Also einfach nur für sich. Manchmal schreibe ich auch auf Telegram, Facebook und Instagram die Themen dazu. Manchmal bekomme ich die Themen von den Plejadern, die kommen. Aber wenn ich nichts schreibe, dann geschehen die Heilungen einfach auf irgendwelche andere Art und Weise. Aber ich wollte noch ganz kurz sagen zu der Dankbarkeit. Es ist wirklich ganz einfach, diese Übung zu machen. Und wenn wir die Dankbarkeit in uns dann tragen, dann sind wir, ich habe das auch schon kurz angesprochen, mit unseren Schutzengeln verbunden. Also unsere Lichtwesen können uns dann besser wahrnehmen. Also unsere Lichtwesen sehen eigentlich nur das Licht und die Liebe in uns, aber vor allem das Licht. Sie orientieren sich nach dem Licht sozusagen. Und wenn wir die Dankbarkeit in uns tragen, in unserem Herzen, dann sehen sie uns. Sie sehen uns und sie machen dann alles für uns. Und sie möchten, dass wir glücklich sind, dass wir glücklich werden. Also schon haben wir dann die erste Anbindung mit unseren Schutzengeln erreicht. Und Welt oder unsere Welt kann sich dann auch anders entwickeln, wenn wir ohne unsere Engel gehen. Die sind natürlich bei uns. So ist es nicht, aber sie können uns nicht so gut erreichen, wenn wir volle Sorgen sind und negative Emotionen in uns tragen. Also das ist alles so verbunden, gell? Das ist auch schön, was du gerade gesagt hast, die Erlaubnis geben, dass das passieren kann. Das ist ein schönes Beispiel, wenn man jetzt sagt, die Sonne scheint gar nicht rein, dann muss man manchmal den Vorhang aufziehen. Wenn die Sonne, da die Sonne scheint draußen, wir sind drin, und wenn wir den Vorhang aufziehen, scheint die Sonne rein, aber viele haben halt den Vorhang zugezogen und dann kann es halt auch nicht passieren. Und das ist so wie die Erlaubnis geben. Okay, ich gebe dir Erlaubnis, das darf passieren. Ein ganz wichtiger Punkt, finde ich noch. Und du hast jetzt gerade, also ich habe es vorhin erwähnt, für alle die jetzt noch mehr machen, also die jetzt schon Dankbarkeitsübungen machen und die wirklich schon täglich meditieren, bietest du ja auch dann eine Heilerausbildung an oder für viele, die jetzt wirklich aktiv nochmal in dieses Feld gehen wollen. Und ich habe da letztens einen Zukunftsforscher gehört, der sagte, es braucht eigentlich 1 Million Menschen in Deutschland, die heilen, Coaching machen, beraten, dass Menschen ihr Bewusstsein entwickeln, ihre Persönlichkeit entwickeln, aber auch, dass Heilung einfach hier auf den Planeten kommt. Und da haben wir auch gerade dieses Feld, dass so viele Jobs wegfallen, dann aber wir halt, so denke ich das, jetzt die Zeit ist, dass wir uns um uns kümmern können, dass der Mensch sich um den Mensch kümmert und jeder mit seiner Fähigkeit anderen Menschen wieder hilft. Was war damals deine Motivation, 2019 zu sagen, so ich würde gerne jetzt diese Sache anbieten als Ausbildung, ich will anderen Menschen helfen, dass die wieder anderen Menschen helfen. Ich finde, das ist eine wunderbare Sache. Wie siehst du dieses Thema Heilung und auch dieses Thema Ausbildung? Manchmal denken ja Leute, ah, es gibt gar nicht genug zu tun. Und ich denke mir im Schluss, es gibt nicht mehr zu tun als Als heilen. Heiler. Also es gibt nicht, einmal haben wir genug Probleme gerade und irgendwie das Gegenteil von Heilung. Aber was würdest du sagen, was sind da so, was ist dein Standpunkt? Ja, also ich würde sagen, dass was mir die Plejader immer wieder sagen, also in der Zukunft werden noch viele Heiler ebenso gebraucht, denn es unsere Aufgabe von den Heilern wird, kollektive Heilungen zu machen. Also man kann sich das auch so vorstellen, wenn ein Mensch das Licht in sich gefunden hat und auch die Heiler, dann hat ein Heiler als Beispiel oder der Mensch, der das Licht in sich gefunden hat, Kraft wie ungefähr 15.000 Menschen. Ja? Und wenn man diese lichtvolle Kraft, wenn man sie weitergibt, wird das Licht natürlich multipliziert und weitergegeben und ausgedehnt. Deswegen war auch meine Intention, die Heiler auszubilden, dass die Heilung einfach weitergeht, dass man viele Menschen erreicht, die Plejader sagen und ich auch, diese Welt braucht Heilung.
diese Welt braucht Heilung und alles, was wir ja mit reinem Herzen machen, wird noch schneller zu den Menschen gebracht. Und ich bin überzeugt, dass wir mit der Zeit noch kollektive Heilungen machen werden. Es ist ein Prozess. Also wir waren jetzt tausende von Jahren manipuliert und wir können nicht erreichen, dass jetzt in 2 Jahren oder 3 Jahren jetzt alles so schnell gehen wird und die Welt wird so schnell ausgeheilt. Es geht nicht. Also tausende von Jahren waren wir in der Manipulation und wir sind jetzt in diesem Umbruch erstmal. Erstmal tun die sozusagen die alten Strukturen fallen, damit wir dann die neuen aufbauen können, gell? Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach unsere Website fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.